Wir machen jetzt erstmal den Timoli Adventskalender, Türchen 17 heute. Nachdem Japan gestern in die Hose gegangen ist, gehen wir heute in Türchen 17 von Ledom. Schwierigkeit leicht, Silberzeit 3,52. Warte, ich habe eine Idee, warum ich Frame Drops habe. Ich habe mein Steam nicht beendet. Das sollte ich vielleicht beenden. Weil der wird jetzt wieder versuchen, im Hintergrund irgendwelche Updates zu machen. Oh, schön. Jetzt sind die FPS auch wieder da. Wuhu. Habe mich schon gewundert, warum ich gerade so Frame Drops habe. Ich habe was vergessen, Steam zu beenden, nachdem ich gerade Hades gespielt habe. Schwierigkeit leicht, würde ich nochmal betonen. Deswegen Spiel. Schwierigkeit leicht. Timurian Schwierigkeit leicht ist so eine Sache, wo ich nicht weiß, ob die wissen, was leicht bedeutet. Das hat nicht ganz funktioniert mit dem Slime. Aber ist nicht schlimm gewesen. Multi-Jump. Okay. Ich habe jetzt nicht am Weihnachtsmann geguckt bis jetzt. Sollte ich vielleicht gleich mal tun. Es ist wie immer aus dem Stream, falls ihr mal so auf YouTube guckt. Wie immer aus dem Stream aufgenommen. Wusch, Portal. Weiter geht's. Bin froh, dass gestern bei Japan... Oh, es gibt hier zwei Wege. Okay, interessant. Der Weg war, glaube ich, der leichtere. Er hat leider kein Schild dran gemacht mit leicht und schwer. Sonst hätte ich erst den schweren versucht. Aber das scheint der leichte Weg gewesen zu sein. Bin mir nicht sicher, was der Mapperbauer hier überall von mir will. Aber macht ja nichts. Solange ich irgendwie vorankomme, da sollte ich nicht aufhören zu sneaken. Oder doch? Was ist genau mein Plan hier? Vielleicht einfach geradeaus durchspringen? Ach, einfach geradeaus durchspringen, okay. Ist ja ekelhaft. Cool, aber ekelhaft. Genau, hier an die Liane hoch, okay. Jump ist nicht schweben. Oh, ich hätte nach vorne unter das Ding gemusst. War das fies. Der hätte ja vielleicht einen Checkpoint setzen dürfen. So. Die Levitation, die braucht man hier. Dann muss man da schnell drunter. Was aber nicht funktioniert, wenn man rumbackt. Interessante Idee auf jeden Fall. Muss aber nur schnell genug sein. Zack. So, hier runter, hier rüber, hier rum. Die Rumlarum Löffelstiel. Wer das nicht kann, der kann nicht viel. So, das war auch angenehm. Im Vergleich zu jeder Japan-Map halt 50.000 Mal einfacher. Das ist auf Maximalabstand getrimmt. Das ist fies. Alles auf Maximalabstand natürlich. Verstehe man nicht. Die Maps von Krelias wurden immer auf Mittel, glaube ich, gestuft. Waren aber gefühlt einfacher als die auf leicht gestuft werden von Timolia. Ich meine, ist ja auch immer subjektiv, ne? Also jeder hat da seine eigenen Einschätzungen, was leicht, mittel, schwer ist, aber sowas hier zum Beispiel finde ich einfach nur doof. Auf Maximalabstand und dann dahinter noch ein doofer Sprung. Was ist mein Ziel? Ich habe jetzt schon eine Lytra? Ja. Okay. Wollte gerade sagen, da war so ein Lytra-Zeichen. Mist. Oh, man wird sogar zurückgesetzt darunter, okay. Habe ich nicht ganz mit gerechnet. Kriegen wir eine Rakete? Ich bin halt nicht so der Lytra-Flieger. Ich kriege immer da so Auftrieb. Warum kriegt da so einen Auftrieb? Also ich fliege straight drauf zu und kriege dann ganz kurz vorher so einen Auftrieb. Machen wir so. Ich scheine eine Kante berührt zu haben, sonst würde ich nicht runterfallen gerade, aber sollte locker easy passen. Mit Landen, wie gesagt, Silber und sowas ist mir egal. Hier ist wahrscheinlich das Ziel auch schon. Noch nicht, okay. Ich bin weit hinter Silber. Habe ich bei den leichten Maps auch immer, ne? Dass ich, also bei Mittelmaps bin ich immer viel näher dran an Silber als bei den leichten Maps. Irgendwas scheine ich immer falsch zu machen bei den leichten Maps. Ups. Mich wundert es, dass heute gar keiner hier im
Chat schreibt, also im Game-Chat, gestern war die ganze Zeit bei Japan, waren die Leute die ganze Zeit am Labern, wie irgendwas geht, aber heute ist Stille. Ja. Schon wieder Multi-Jump, wo muss ich hin? Man weiß es nicht. Hä? Wofür habe ich einen Multi-Jump? Okay, ich darf auf jeden Fall nicht darunter. Gehen wir hier auf die Treppe und gucken mal. Keine Ahnung, was der von mir will. Ach, hätte man einfach hochspringen können. Okay, weird. Weihnachtsmann nicht gesehen. Das ist natürlich ärgerlich. Wir bewerten erstmal. Map war alles in allem nicht schlimm. Das ist so der Standard, den wir benutzen. Nein, die war okay. Die Optik ist schön winterlich, gibt ein Gut von mir. Vielleicht ein bisschen leer. Die zwei, drei Türme hier. Die Sprünge selber waren... Also es gab ein, zweimal so einfach Maximum Vierersprünge, die sind ein bisschen doof. Sonst alles in allem sehr simpel gehalten. Kriegt ein Gut, die Kreativität kriegt auch ein Gut, komm. Es gab hier Slimes, es gab Multijumps, es gab Lytra und es gab so einen durch den Schnee auf Slimesprung, den es vorher noch nie gab. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Wir suchen mal eben nach einem Weihnachtsboy. Und ich setze einen Cut dafür. So. Checkpoint. Wir könnten von hier aus mit dem Multijump versuchen, dahin zu kommen. Ah. Easy peasy. Haben wir den Weihnachtsmann schon so gut wie sicher. Jetzt muss ich nur noch da hoch. Bum, 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 bum. Bum, 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 bum. So, wie komme ich denn da rein, ist die Frage. Kann ich hier überall durch die Tore durchlaufen? Nee. Warum kann ich durch... Achso, das sind Schilder. Wie kommen wir denn da rein am besten? Kann ich von dem Zaun aus darauf? Ah ja, okay. Okay, wir haben den Weihnachtsmann. Dann würde ich sagen... Bedling, war das für heute mit Timoni Adventskalender. Wir sehen uns morgen wieder bei Türchen 18. Wahoo. Mit U.